Öffne den Karton vorsichtig und entnehme alle Einzelteile. Löse den unteren Spannhebel, betätige den Entriegelungsknopf und klappe dann die Haltestange hoch, bis diese einrastet. Ziehe die Haltegriffe nach außen und stecke diese seitlich in den Lenker. Ziehe dann die Verriegelung fest, um die Handgriffe zu fixieren. Löse den oberen Spannhebel, um die Haltestange in der Höhe zu verstellen. Zur Befestigung der Transportrollen entferne zunächst die 6 Abdeckungen an der Unterseite des Scooters. Löse anschließend die 4 Innensechskantschrauben und setze die Transportrollen an. Schraube nun die Transportrollen mit den zuvor gelösten Schrauben wieder fest. Fahre los, indem du dich mit einem Bein abstößt und dann anfängst zu beschleunigen. Halte die Bremse für 3 Sekunden lang gedrückt, um die Frontbeleuchtung ein- und auszuschalten. Um den Scooter auszuschalten, halte den Beschleunigungs- und Bremshebel gleichzeitig so lange gedrückt, bis die Anzeige auf dem Display verschwindet. Dein Blue Wheel Team wünscht dir viel Spaß mit deinem neuen Scooter.